den digitalen Wandel gestalten, Impulse für Wachstum geben, Trends setzen, den IT-Standort Deutschland stärken. Das ist das gemeinsame Ziel von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Ihre zentrale und hochkarätige Dialogplattform ist der nationale IT-Gipfel. Hier diskutieren führende Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft mit der Bundeskanzlerin und weiteren Spitzenpolitikern über die Schwerpunkte der digitalen Agenda der Bundesregierung. Die Chancen der digitalen Zukunft nutzen. Industrie 4.0. Intelligente Netze. Innovation durch Young IT. Das sind auch die inhaltlichen Akzente des IT-Gipfels 2014. Industrie und Arbeitswelt digitalisieren sich mit enormer Geschwindigkeit. Aus Bits werden Produkte, aus Utopien Alltag, aus Zukunftsbildern Gegenwart. Aus dieser rasanten Entwicklung wollen wir Wachstum und Beschäftigung erzeugen und den digitalen Wandel konstruktiv mitgestalten. Das schaffen wir nur gemeinsam. Der nationale IT-Gipfel 2014 steht unter dem Motto gemeinsam, innovativ, selbstbestimmt. Herzlich willkommen in Hamburg. Meine sehr geehrten Damen und Herren, recht herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zurück nach der Mittagspause auf dem 8. IT-Gipfel hier in Hamburg. Ich hoffe, Sie hatten ein gutes Essen, eine angenehme Pause und konstruktive Gespräche. Begrüßen Sie jetzt bitte den Präsidenten des Bitkom, Professor Dieter Kempf, und im Anschluss die Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, ich habe geübt, sehr geehrte Damen und Herren Minister, Staatssekretäre, Abgeordnete des Deutschen Bundestags, meine sehr geehrten Damen und Herren, digitales Deutschland im Jahr 2014. Man ist so ein klein wenig hin und her gerissen, wenn man es beobachtet. Auf der einen Seite ein, wie ich meine, einzigartiger IT-Gipfel, um den uns viele Länder, vielleicht auch die eine oder andere deutsche andere Branche, beneiden. Eine digitale Agenda, die das Zeug zu einem digitalen Masterplan, zu einem hervorragenden roten Handlungsfaden für die nächsten Jahre hat. Eine durchdachte, ambitionierte und sehr konkrete Breitbandstrategie mit einer Netzallianz als Plattform. Eine High-Tech-Strategie, die erstmals digitale Technologien in den Mittelpunkt stellt. Aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Thema, wie es zum Beispiel der Economist ausdrückte, als er titelte, digitale Phobie. Digitale Phobie hat er uns diagnostiziert. Hat er so Unrecht, wenn wir an Panoramadienste denken, die gezwungen werden, Deutschland kleinteilig zu verpixeln? Wenn wir an Suchmaschinen denken, die Nachrichtenseiten auslisten, um nicht in eine Abgabeverpflichtung nach einem weltweit einzigartigen Leistungsschutzrecht zu kommen. Wenn wir an Verwertungsgesellschaften denken, wie die GEMA, die gegenwärtig von Handyherstellern fast 1 Milliarde Euro Urheberabgaben verlangt. 1 Milliarde Euro per anno für den Fall, dass Sie gedacht haben, das sei eine Einmalzahlung. Oder Taxi-Innungen, die sich mit Zähneknirschen an Mitfahrzentralen gewöhnen können, aber Online-Plattformen wie Uber oder Uber, wie Sie es denn wollen, mit interessanten Mitteln bekämpfen. Gäbe es die erste Seite, die ich zitiert habe, nicht, dann könnte man fast meinen, wir hätten manchmal hervorragende Lust dazu, zu den Amish People des 21. Jahrhunderts zu werden. Das digitale Deutschland, so scheint es, ist ein geteiltes Land. Digitale Vorreiter auf der einen Seite, sowas wie digitale Maschinenstürmer auf der anderen Seite. Bei einem IT-Gipfel wie hier
versammelt sich naturgemäß nur die eine Seite. Wir sind unter uns, wir verstehen uns, wir versuchen uns sachlich mit den Themen auseinanderzusetzen. Zugegeben, das eine oder andere Marketingstatement ist dabei schon auch dabei. Aber wir wissen, dass wir anpacken müssen, wir wissen, was wir anpacken müssen und wir wissen auch, dass es Zeit wird, beides zu tun. Wenige Meter weiter sieht die Welt aber oft ganz anders aus. Dort finden wir digitale Aussteiger und digital Ausgeschlossene. Die einen verweigern sich, die anderen stehen ängstlich vor einer Entwicklung, die sie immer weniger verstehen, immer weniger nachvollziehen können und die sie immer mehr als Bedrohung empfinden. Hier muss uns der Brückenschlag gelingen. Auch wir, und da wende ich mich in erster Linie an meine Kollegen aus der Wirtschaft, müssen unseren Teil dazu beitragen, die beiden Letztgenannten abzuholen, dort, wo sie heute stehen. Das ist nicht immer ganz einfach, aber ich glaube, dieses Abholen muss uns gelingen, um diesen Digital Divide nicht größer werden zu lassen. Wir sollten also auch im IT-Gipfelprozess diesen gesellschaftlichen Themenstellungen mehr Raum und durchaus auch an der einen oder anderen Stelle ein eigenes Forum geben. Ja, wir müssen darauf achten, dass der IT-Gipfel seine Idee, seinen Charakter als ergebnisorientierte Arbeitsplattform behält. Ja, aber auch, wir müssen dafür Sorge tragen, dass er um gesellschaftliche Aspekte erweitert und zum zentralen Forum einer Digitalisierungsdebatte in Deutschland wird. Meine Damen und Herren, für eine ausgeglichene Entwicklung der digitalen Gesellschaft brauchen wir vor allen Dingen, so meine ich, eines: Inklusion, um das im Moment beliebte Wort in anderem Zusammenhang zu erwähnen, und Teilhabe. Für eine dynamische Entwicklung der digitalen Wirtschaft brauchen wir aber auch noch was anderes: mehr Speed, auch in den Unternehmen. Halten wir in Deutschland Schritt, oder vielleicht die noch interessantere Frage: können wir uns vorstellen, mal wieder Schrittmacher zu sein? Kürzlich besuchte uns der chinesische Wirtschaftsminister in der Bitkom-Geschäftsstelle. Es ging im Gespräch auch um Industrie 4.0. Und in China, so sagte er, sind wir heute noch bei Industrie 2.0. Tiefes Durchatmen. Nach einer kurzen Pause sagte er, wir überspringen aber 3.0 und 4.0 und versuchen gleich mit 5.0 anzufangen. Jetzt werden die einen oder anderen von Ihnen sagen, naja, viel Spaß dabei, wir haben ein paar Jahrzehnte dazu gebraucht. Aber mal ganz ehrlich, wenn wir 5 Jahre zurückdenken, hätten wir uns vorstellen können, dass der größte Börsengang eines digitalen Unternehmens ein chinesisches Unternehmen ist? Hätten wir uns vorstellen können, dass ein chinesischer Garagengründer jetzt nicht nur die des Vierten lernt, die beim konsumentennahen Internet, wie Herr Höttges es heute sagte, die erste Halbzeit verloren haben, sondern auch jenen Angst jagt, die jetzt noch glauben, die erste Halbzeit sicher gewonnen zu haben? Meine Damen und Herren, ich stehe hier für eine Branche, die am eigenen Leib erlebt hat, was Disruption bedeutet, die erlebt hat, wie von heute auf morgen ein kompletter Wirtschaftszweig ja schlichtweg hinweggefegt wurde. Und ich meine nicht die Informationstechnologie. Nein, die Informationstechnologie in Deutschland ist deutlich besser als ihr Ruf. Sie ist exportstark. Sie schaffte in den letzten 5 Jahren jedes Jahr 10.000 neue Arbeitsplätze. Mindestens in jedem dieser Jahre 10.000 neue Arbeitsplätze. Am Jahresende erwarten wir fast 1 Million Arbeitsplätze im Kernbereich der IT-Kram-Branche in Deutschland. Die Branche, die ich meine, ist die Kommunikationstechnik. Sie wurde in Deutschland erfunden und beschäftigte vor 15 Jahren 200.000 Menschen. Davon sind nach der Digitalisierung gerade noch mal 20.000 übrig. Und ich meine, sowas darf uns in Deutschland, in welch anderer Industrie auch immer, nicht noch einmal passieren. Jetzt, in der großen digitalen Revolution, geht es vermutlich nicht um 200.000 Beschäftigte, sondern es geht vermutlich um eine 7-stellige Zahl. Wir müssen den Ehrgeiz haben, die strategischen und besonders innovativen Technologien und Dienste, soweit wir sie nicht ohnehin schon in Deutschland haben, nach Deutschland zu holen, sie hier zu entwickeln und sie von hier aus zu internationalen Marken für internationale Märkte zu machen. Wir müssen vom Leitnachfrager zum Leitanbieter
werden. Das Wort Leitanbieter ist für einen Wahlfranken richtig ordentlich schwer auszusprechen. Zurzeit sitzen wir allzu oft auf den Zuschauerrängen dieses, um im Bild zu bleiben, Fußballspiels. Wir regen uns auf, wenn sich jemand nicht an unsere Spielregeln hält. Wir versuchen, ihn vom Platz zu stellen. Würden wir uns im Fußball ausschließlich mit dieser Rolle des vierten Manns am Spielfeldrand zufrieden geben? Wohl niemals. Selbstverständlich muss sich, wer auf unserem Platz spielt, auch an unsere Regeln halten. Territorialprinzip, Marktortprinzip wären ganz gute Themen dazu. Aber wir müssen selbst rauf aufs Spielfeld, weg von der Seitenlinie, weg davon, mit den beiden Trainern zu diskutieren, wie nah sie denn ans Spiel ran dürfen. Wir müssen selber spielen. Meine Damen und Herren, die große digitale Revolution ist das Beste, was Deutschland passieren kann. Wir haben ja nicht nur einen herausragend guten Maschinenbau, die stärksten Automobilhersteller, eine der leistungsfähigsten elektrotechnischen Industrien. Wir haben auch mit die leistungsfähigen Logistikunternehmen. Wir haben Content-Anbieter von Rang. Wir haben eine führende Medizintechnik. Genau diese Branchen, die Säulen der deutschen Wirtschaft sind, stehen im Zentrum einer digitalen Revolution. Eines ist sicher. Die Welt danach wird deutlich anders aussehen als die Welt davor. Dennoch gibt es keinen Grund, angstvoll in diese Zukunft zu gucken. Und es gibt noch weniger Grund, mit rückwärtsgewandtem Blick, mit Gewalt zu versuchen, sich selbst überlebende Geschäftsmodelle am Leben zu halten oder gar zu reanimieren. Ned Ludd und seine Luditen oder Luddites haben die Industrialisierung der Weberei auch nicht verhindert. Und die modernen Maschinenstürmer werden die Digitalisierung auch nicht verhindern. Aber sie bremsen die notwendige Entwicklungsgeschwindigkeit, sie kosten Zeit, sie kosten Geld, sie kosten Nerven und sie beschädigen die Position und den Ruf Deutschlands in einer digitalen Welt. Wir müssen und können die digitale Zukunft für uns erfolgreich erschließen. Dazu brauchen wir 5 Dinge. Intelligente Netze, die leistungsfähigsten Infrastrukturen der Welt für Verkehr, Energie, Industrie, Verwaltung, Gesundheitswesen, Bildung. Superbreitband auch in der Fläche. Wir brauchen 2. eine moderne Datenpolitik. Sie muss über das überkommene Prinzip der Datensparsamkeit hinausgehen. Sie muss dafür sorgen, dass vorhandene Daten auch genutzt werden können. Zur Verkehrslenkung, zur Steuerung unseres Energieverbrauchs, für Gesundheitsmedizin, zum Beispiel zur Überwachung unserer Vitalfunktionen oder für individualisierte Krebstherapien. Und sie muss gleichzeitig dafür sorgen, dass diesen Daten aus dieser Datenvielfalt ein Höchstmaß an Schutz zukommt. Souveränität des Eigners der Daten wäre ein deutlich schöneres Stichwort als Datensparsamkeit für einen Datenschutz des 21. Jahrhunderts. Wir brauchen 3. ein zeitgemäßes Bildungssystem. Weshalb ist Informatik nur in 2 Bundesländern Pflicht? Weshalb gelingt dem staatlichen Schulwesen nicht, was für viele Privatschulen längst selbstverständlich ist, schon Grundschüler voll zweisprachig zu bilden und ihnen damit das wichtigste Rüstzeug für das Global Village Internet mitzugeben? In einem Interview letzte Woche mit einer Zeitungsjournalistin wurde ich zu diesem Thema nachgefragt: Meinen Sie denn wirklich, dass die Kenntnisse in Informatik in der Zukunft wichtiger sind als in Altgriechisch und Latein? Ich gestehe, ich ging in ein wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium, da ist man dem Altgriechisch ohnehin ein bisschen weit weg. Und man ist versucht, auf so eine Frage sehr vorschnell zu antworten. Wenn wir Ausbildung in der Sekundarstufe 1 in Informatik fordern, dann heißt dies nicht, dass man sämtliche anderen zivilen Bildungsstufen und Tugenden außer Acht lassen sollte. Aber wenn ich ehrlich wählen darf, was zur Beherrschung der Kulturkompetenz des 21. Jahrhunderts wichtiger ist, Kenntnis in der Anwendung digitaler Medien, Kenntnis in der Informationstechnologie oder Altgriechisch, dann fällt mir die Wahl, ich entschuldige mich bei allen Altgriechen, leider leicht. Punkt 4. Leistungsfähige, schnell wachsende und international orientierte Technologie-Startups. Wir müssen gründen, wir müssen den Gründern eine Chance geben, zu wachsen, zu akzelerieren und wir müssen
ihnen eine Chance geben, zu internationalisieren. Das ist an einem Standort Deutschland nicht einfach. Es ist vor allen Dingen deutlich schwieriger als in einem Land wie USA mit einer deutlich anderen Marktgröße. Wir müssen versuchen, diesen Nachteil auszugleichen. Gründen ist bei uns zu kompliziert. Für schnelles Wachstum fehlt häufig Geld. Und Internationalisierung heißt für viele neu gegründete Unternehmen der mutige Schritt nach Österreich und in die deutschsprechende Schweiz. Fünftens, wir brauchen einen echten digitalen Binnenmarkt. Die Überschaubarkeit unseres deutschen Marktes, unseres deutschen Sprengels, ist der größte strukturelle Nachteil gegenüber Märkten, wo man schnell wachsen kann, wie zum Beispiel in den USA und in China. Ein im USA-Markt gut positioniertes Startup ist mit Beginn seiner Internationalisierung auch weltweit bereits ein Riese. Ein deutscher Mittelständler, der ins Ausland geht, ist, wenn wir es gut mit ihm meinen, ein Hidden Champion. In Größenkriterien ein Zwerg. Ein digitaler Binnenmarkt mit EU-weit einheitlichen Bedingungen, vom Daten bis zum Verbraucherschutz bis zur Besteuerung, würde uns schlagartig auf deutlich bessere Augenhöhe mit USA und mit China bringen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie uns mithelfen, lassen Sie alle Energie, die wir haben, uns gemeinsam darauf konzentrieren, Deutschland in der Mitte eines digitalen Binnenmarkts zum Leitanbieter digitaler Technologien zu machen. Lassen Sie uns Brücken bauen für jene, die noch außerhalb der digitalen Gesellschaft stehen. Lassen Sie uns den IT-Gipfelprozess und die IT-Gipfelveranstaltungen nutzen, die ambitionierten Ziele einer digitalen Agenda der Bundesregierung schnellstmöglich zu erreichen. Lassen Sie uns aus digitalen Herausforderungen digitale Chancen der Zukunft gemeinsam machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Kabinett und aus dem Parlament, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrter Herr Präses Melzheimer, ich weiß nicht, ob er noch da ist, meine Damen und Herren, der IT-Gipfel ist jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Man kann sich in einer neuen Bundesregierung fragen, soll man ihn fortsetzen? Wir haben gesagt ja und haben als Bundesregierung auch eine digitale Agenda aufgelegt, an der viele Minister beteiligt sind und Ministerien. Und wir sind erfreut und freuen uns, dass die Hansestadt Freie und Hansestadt Hamburg, glaube ich, ich hoffe, ich mache es richtig, uns heute hier eingeladen hat und wir hier zu Gast sein dürfen, wie ich finde, einem sehr passenden Ort, wo das, was rechtfertigt, warum wir diesen IT-Gipfel fortsetzen, sich ja ganz praktisch abspielt. Wir konnten uns hier ein Beispiel vom Hamburger Hafen anschauen, von den Voraussetzungen der zukünftigen Logistik, wie man daran arbeitet und sind sehr beeindruckt, genauso wie wir sehen, wie die Medienstadt Hamburg versucht, Content und Technology zusammenzubringen. Also eine Stadt, in der schon mit der Digitalisierung gelebt wird, aber natürlich die Wege der Digitalisierung fortschreiten werden. Nun hat Herr Kempf eben gesagt, wo stehen wir, und hat eben auch gesagt, wir dürfen nicht nur Herausforderungen beschreiben, sondern wir müssen sie lösen, wir müssen sie implementieren und wir müssen damit auch sozusagen auf die Weltmärkte gehen. Dem stimme ich zu. Und genau diesen Anspruch hat auch die digitale Agenda der Bundesregierung. Ich möchte auch allen danken, die in dem IT-Gipfelprozess seitens der Wirtschaft und seitens der Wissenschaft mitmachen. Es bedeutet viel Zeitaufwand, aber ich glaube, wir haben in sehr kooperativer Weise in der Vergangenheit immer wieder Lösungen gefunden und wir werden sie auch, davon bin ich überzeugt, in der Zukunft finden. Nun kann man sagen, ja, die Dinge entwickeln sich in diesem Bereich sehr, sehr dynamisch. Wir alle müssen uns immer wieder mit völlig neuen Herausforderungen auseinandersetzen, tun das aber mit Freude, würde ich sagen. Und ich habe mich heute gerade noch mal daran erinnert, wie leidenschaftlich wir darüber gesprochen haben, dass jeder Haushalt in Deutschland mit einem Megabit pro Sekunde versorgt sein soll. Heute lächelt man darüber und spricht glücklicherweise über 50. Und in Zukunft werden wir über weit mehr sprechen. Aber wir wollen unsere Versprechungen und unsere
Ziele auch wirklich erreichen. Warum ist die Sache jetzt noch mal so dramatisch geworden? Warum ist es auch richtig, dass wir die Arbeitsgruppen neu strukturiert haben auf der Basis der digitalen Agenda? Weil jetzt, wir haben da viele Jahre schon drüber gesprochen, aber jetzt passiert es und mit Macht und mit großer Geschwindigkeit. Die reale Wirtschaft vernetzt sich mit der digitalen Wirtschaft. Und wer in diesem Prozess nicht vorne mit dabei ist, wird den Wohlstand der Zukunft nicht ausreichend miterarbeiten. Insofern finde ich Ihre warnenden Aufrufe zu handeln richtig, Herr Kempf. Aber insofern müssen wir auch noch intensiver zusammenarbeiten, wenn es eben zum Beispiel um das Thema Industrie 4.0 geht. Wir haben eben beim Mittagessen über so etwas Wichtiges gesprochen, wie auch den Anspruch der Standardisierung. Am Anfang des 20. Jahrhunderts waren wir sehr davon überzeugt, dass eine Norm wie DIN natürlich nach Deutschland gehört. Dann ist man der Überzeugung, dass manches nach Europa gehört. Inzwischen ist das nicht mehr so sicher und gerade mit unserer starken Industrieproduktion wäre es ein guter Anspruch, dass Europäer auch die Normen der Industrie 4.0 dann wirklich mitbestimmen. Meine Damen und Herren, das heißt also, wir müssen den richtigen Weg finden zwischen Regulierung und Offenheit für Neues. Und wenn Herr Kempf eben von Phobie sprach, dann würde ich sagen, das teile ich nicht und ich hoffe, Sie auch nicht. Sondern ich glaube, dass wir Deutschen doch ein Land sind, das sehr oft dadurch Erfolg hatte, dass es Maß und Mitte gefunden hat. Und mit Sicherheit ist die völlige Regulierungslosigkeit in der digitalen Welt nicht die dem Menschen gemäße Antwort. Die Mechanismen der sozialen Marktwirtschaft gelten auch, davon bin ich zutiefst überzeugt, in der digitalen Welt. Es kann nicht plötzlich alles ein rechtloser, freier Raum sein. Andererseits ist es aber... Andererseits wäre es aber ganz falsch, Innovationen, die wir noch gar nicht kennen, heute schon im Voraus zu regulieren, um jede Art von Risiko auszuschließen. Das haben wir auch in der realen Wirtschaft nie getan, sondern wir haben dann, wenn wir sozusagen Vorsorgemöglichkeiten sahen, aber absahen, gehandelt, aber haben unsere Normen doch auch immer wieder verändert und so müssen wir das auch in der digitalen Welt tun. Und deshalb ist es jetzt in der Tat schon wichtig, in Europa, insbesondere in Europa, die Weichenstellungen richtig zu stellen oder die richtig zu setzen. Und diese Weichenstellungen finden im Grunde in zweierlei Hinsicht statt. Sie finden statt im Blick auf die Datensicherheit, Thema Datenschutzgrundverordnung, ich komme gleich noch dazu. Und sie finden statt im Bereich dessen, was Telekommunikation allgemein ausmacht und hier insbesondere sicherlich unter dem Stichwort auch Netzneutralität. Das heißt, wie können Geschäftsmodelle sich in einem Internet etablieren, in dem jeder Nutzer einen gleichen Zugang haben soll und trotzdem Spezialdienste mit einer gewissen Sicherheit, Verlässlichkeit angeboten werden können. Und das beides muss zusammengebracht werden. Da ist die triviale Antwort natürlich, je größer die Bandbreite, umso einfacher ist das Problem zu lösen. Man kann aber auch ganz beruhigt sagen, jede Bandbreite unter 50 Megabit pro Sekunde ist eine Bandbreite, da lohnt es sich auch nicht richtig, über das fahrerlose Auto zu sprechen oder die große telemedizinische Operation oder eine große logistische Herausforderung. Das heißt, die ganz großen Fragen nach der Netzneutralität werden sich stellen, wenn wir ziemlich große Bandbreiten haben, die mit Glasfaserkabeln natürlich zur Verfügung stehen. Und hier heißt es auf der einen Seite diskriminierungsfreie Ausgestaltung, diskriminierungsfrei für jeden einzelnen Nutzer, aber auch für jeden Anbieter eines speziellen Dienstes. Es kann kein Monopol für einen Anbieter geben, sondern es kann nur Kategorien für bestimmte Dienste geben, die dann aber in ihrer Verlässlichkeit auch garantiert werden. Das ist die Position, mit der die Bundesregierung jetzt in die Verhandlungen zu dem Telekommunikationspaket gehen wird, die wir dann mit dem neuen Kommissar Günther Oettinger, der hoffentlich gemeinsam mit der ganzen Kommission morgen gewählt wird, auf den Weg gebracht wird. Wenn wir das gelöst haben, dann müssen wir uns fragen, wie können wir sozusagen unsere digitale Souveränität erhalten? Wir haben eine staatliche Souveränität und man hätte auch in bestimmten Bereichen ganz gerne eine digitale Souveränität. Und da ist es so, dass wir neidlos, glaube ich, anerkennen müssen, dass in bestimmten Bereichen die Weltentwicklung ja doch uns ein Stück davonläuft. Wenn ich an die Chipproduktion denke, dann habe ich neulich gerade mit der Forschungsministerin darüber diskutiert
Und unter dem schönen Stichwort More, was dann heißt noch mehr Speicher und immer größere, da sind Europas Stunden nicht so oder das Europas Situation nicht so ausgerichtet, dass wir ganz leicht den Anschluss an die Weltspitze wiederbekommen. Und jetzt müssen wir uns fragen, wollen wir sehr viel Geld investieren, um bei More wieder vorne mit dabei zu sein? Oder aber machen wir auf der Basis von More mehr, also More for More, und werden dann ja, für mehr Anwendungen, und da beginnt jetzt der Punkt, an dem ich dafür plädiere, hier das Hauptaugenmerk drauf zu richten, nämlich auf der Basis der neuesten Entwicklung vor allen Dingen dafür Sorge zu tragen, dass alles, was sich auf dem Chip aufbaut, dann auch wirklich für uns souverän zur Verfügung steht, sodass wir die Vernetzung mit der Industrie, mit der realen Wirtschaft relativ gut hinbekommen. Hier hat Europa eine Chance, aber Europa muss sich auch hier anstrengen. Und nun ist die Frage, wo findet denn die Innovation statt? Sie findet zum Teil natürlich in den klassischen Unternehmen statt, aber sie findet eben auch in den Start-ups statt. Und deshalb ist es richtig, wir müssen uns hier darum kümmern, dass auch die Finanzierungsbedingungen vernünftig sind. Hier haben wir erste Schritte gemacht. Herr Gabriel hat heute auch schon solche Worte ausgesprochen wie Verlustvortrag und Ähnliches. Das alles muss beim Finanzminister auch noch auf wohlwollende Kenntnisnahme stoßen. Es gibt meistens irgendeinen Fall beim Europäischen Gerichtshof, der ähnlich gelagert ist. Wir sind fest entschlossen, das Wirtschaftsministerium und wir hier Wege zu finden. Wir haben die Frage, wir werden die Frage von zusätzlichen KfW-Programmen angehen und wir haben auch die Steuerfreistellung unter dem Titel Invest bereits für Business Angel im Kabinett beschlossen. Aber meine Damen und Herren, es kann sein, dass all das, was der Staat als Anreize setzt, nicht ausreicht, um in Deutschland ein ähnliches Klima herzustellen, wie es in den Vereinigten Staaten von Amerika, speziell im Silicon Valley, herrscht, weil es auch etwas mit Mentalitäten zu tun hat. Ich sage Ihnen also, die Regierung ist bereit, hier neue Wege zu gehen. Ich bitte Sie aus der Wirtschaft aber auch darum, auch bereit sein, neue Wege zu gehen. Denn ohne ein gewisses Risiko geht es auch im Silicon Valley nicht. Und wenn man sich erzählen lässt, aus wie vielen Misserfolgen dann auch große Erfolge werden, dann muss man auch bereit sein, einen Misserfolg durchaus mal temporär hinzunehmen, um dann einen ganz großen Erfolg zu landen. Und das ist unserer Mentalität nicht so ganz nah, aber das können wir ja lernen und wollen wir lernen. Deshalb wäre es auch wichtig, dass wir mit den Start-ups, die wir haben in Deutschland, und wir haben welche, ich kenne sogar welche, die noch nicht in der Schweiz sind und nicht im Vorarlberg, noch nicht mal im Silicon Valley, dass wir mit denen so umgehen, dass wir fragen, was braucht ihr, was habt ihr, wie können wir daraus Cluster machen, und dann werden sich auch Interessenten hoffentlich finden. Meine Damen und Herren, wir haben dann den ganzen Bereich der IT-Sicherheit in der Wirtschaft. Der Bundesinnenminister arbeitet hier an einem Sicherheitsgesetz. Hier ist auch wieder Kooperation gefragt. Denn es ist natürlich für uns auch wichtig, wenn wir ein sicheres Wirtschaften in Zeiten von Cyberangriffen garantieren wollen, dass wir auch hier nicht eine Mitteilung über einen Cyberangriff seitens der Wirtschaft als ein Manko oder ein Makel verstehen, sondern dass man bereit ist, sich auszutauschen, um den neuen Herausforderungen zu begeben. Und Thomas de Maizière wird als Innenminister dann für die Frage der Datenschutzgrundverordnung in Europa Sorge tragen, ein schwieriges Unterfangen. Einerseits sagt es sich ja leicht, wir wollen unseren deutschen Datenschutz nicht zur Disposition stellen, das wollen wir auch nicht. Auf der anderen Seite müssen wir es ermöglichen, dass das Management von Big Data möglich ist. Wenn ich schon höre, dass man von Big Data Mining spricht, dann ist man natürlich sofort an den deutschen Steinkohlebergbau erinnert, aber es könnte sein, dass es doch gewinnträchtiger ist, das ganze Unternehmen. Das heißt, dass man wirklich bereit sein muss, Big Data zu akzeptieren und dafür die richtigen Regelungen zu finden. Nun hat Herr Kempf eben gesagt, es geht nicht um die Minimalisierung der Datenmengen. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Ist da vollkommen klar, wenn ich ein Krebsregister machen will oder wenn ich Staumeldungen haben will, dann wird die Staumeldung nicht dadurch gut, dass ich möglichst wenig Autofahrer befrage, ob sie im Stau sind, oder möglichst viele Menschen befrage, die erkrankt waren. Was wir doch nur finden müssen, ist die Stelle, wo aus der individuellen Souveränität
Die Schnittstelle kommt, an der das Ganze dann in einer anonymisierten Form für das Gewinnen neuer strukturierter Informationen wird. Und diese Schnittstelle vernünftig zu definieren, wird sowohl denjenigen zufriedenstellen, der seine individuellen Daten geschützt haben möchte, und uns gleichermaßen die Möglichkeiten geben, hier auch mit dem Big Data neue Produkte zu ermöglichen. Und natürlich wollen wir die Wertschöpfung für solche Produkte auch in Deutschland ermöglichen. Aber es könnte ja sein, dass das, was uns schon oft im Leben in Deutschland passiert ist, dass die intelligente Definition dieser Schnittstelle auch wieder eine Wertschöpfungsmöglichkeit ist. Das heißt, wir sollten es nicht unter dem Motto entweder oder miteinander diskutieren, sondern unter dem Motto, können wir es so klug machen, dass die Wertschöpfung möglich ist und trotzdem das berechtigte Gefühl des individuellen Datenschutzes, das es im Übrigen nicht nur in Deutschland auf der Welt gibt, zu einer vielleicht auch Marke Deutschlands zu machen. Meine Damen und Herren, deshalb haben wir viel zu tun. Alles wird nicht klappen, wenn unsere Daten nicht transportiert werden können. Und deshalb ist es gut, dass es eine Netzallianz gibt, dass es ein Kursbuch Netzausbau gibt und dass wir in einer vernünftigen Mischung, wie Herr Höttges eben sagte, der 3F von Frequenzen, von Förderung und was war das dritte, ist mir doch jetzt entfallen, Herr Höttges, weiß er selber nicht mehr. Na gut, also es war was ganz Einfaches. Weißt du es noch, Alexander? Nein. Frequenzenförderung und dann war das, war nicht Forschung. Es war irgendwas, ich würde sagen, Festnetz. So. Deshalb brauchen wir die Versteigerung der nächsten Frequenztranche sehr dringend. Deshalb brauchen wir ein gutes Miteinander, was glücklicherweise in der Netzallianz klappt, von Kabelnetzbetreibern, von denen die Glasfaser verlegen und von denen, die den Übergang auch durch Vectoring zum Teil gestalten wollen. Und wir brauchen auch eine bessere Akzeptanz des LTO-Funkmasten, muss ich sagen, damit die letzte Meile dann auch noch angeschlossen werden kann. Und wenn wir das alles geschafft haben, haben wir eine Chance, auch in diesem Bereich, der ja die Voraussetzung für alle Anwendungen ist, vorne mit dabei zu sein. Was das alles für die Arbeitswelt bedeutet, wird im nächsten Schritt des IT-Dialogs weiter diskutiert werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns darauf vorbereiten. Die Bundesregierung ist darüber auch im Gespräch mit den Sozialpartnern, mit der Wirtschaft und den Gewerkschaften. Und deshalb kann ich nur sagen, das diesjährige Motto Arbeiten und Leben im digitalen Wandel gemeinsam, innovativ und selbstbestimmt trifft die Aufgabe perfekt. Wir freuen uns, dass wir es hier so gut hatten in Hamburg, Herr erster Bürgermeister. Und wir freuen uns, dass wir wieder am Fluss nächstes Jahr tagen werden, diesmal an der Spree, das heißt in Berlin. Sie sind alle herzlich eingeladen. Dankeschön.